Zeit. Vor 18 Jahren lag ich unter den Trümmern des Phönixtors begraben, als meine Retter mich fanden. Ich entkam. In den Tagen darauf erfuhr ich das erste Mal von Ultima. Seitdem jage ich seinem Schatten hinterher. Ultima verfolgt irgendein finsteres Vorhaben und du scheinst dafür eine Art entscheidender Eckstein zu sein. Er will dich um jeden Preis haben, selbst wenn dafür ein Reich fallen muss. Warum ich? Was für einen Nutzen habe ich für so eine Kreatur? Oh, das ist eine der Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Doch eines weiß ich. Es ist keine Willkür. Die Wahl auf dich, viel bewusst. Es verfügt jeder Dominus über die Macht einer Esper. Aber unsere Kräfte sind trotzdem nicht grenzenlos. Ich beherrsche nur das Feuer. Und ich nur das Eis. 8 Hüter für 8 Elemente. Doch du, Clive. Du bist etwas Besonderes. Du besitzt nicht nur die Flammen von Ifrit, sondern noch andere Kräfte. Du kannst sie den Leuten nehmen. Was es Ifrit überhaupt gibt, stellt unser Wissen über Domini auf den Kopf. Vielleicht hat Ultima auf einen Dominus wie dich gewartet, denn deine Kräfte sind grenzenlos. Okay. Ich bin diesem Ding schon des Öfteren begegnet. Warum hat er dann nicht von mir Besitz ergriffen? So wie er es mit Olivier getan hat. Ich kann leider nur raten. Ich vermute, dass ihr irgendwie nicht zusammenpasst, dass sein Geist und dein Körper nicht harmonieren. Sein Geist? Geist, Bewusstsein, Seele, was auch immer. Ich glaube, dass Ultima nicht mehr als das ist. Das macht es so schwer, ihn völlig in mir einzuschließen. Wie bitte? Einschließen? Mit jedem neuen Tag schwinden meine Kräfte. Die Flammen des Phönix heilen die Wunden, die mir Ultima zufügt. Doch das hat seinen Preis. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu vernichten. Solange ich noch kann. Was hast du dir nur gedacht? Sonst hätte ich ihm Clive ausgeliefert. Ich bin nur meiner Pflicht nachgekommen. Also hast du für mich dein eigenes Leben einfach weggeworfen? Joshua! Clive, komm schnell! Eine Armee Akasischer steht vor Kanva. Ich habe das Gefühl, dass wir den Phönix verlieren. Auf Dauer. Also, wie ist die Lage? Hat Haya noch nichts gesagt? Die Hauptstadt der freien Städte wird belagert. Und zwar von einer monströsen Horde. Oh, ich hab da so Bock drauf. Die Stadtwache tut wirklich ihr Bestes, doch ich fürchte, es sind zu viele, um sie aufzuhalten. Was ist mit Lord Byron und Mitt? Konnten sie noch fliehen? Nein, aber sie sind erstmal sicher. Verstecken sich mit Gav an Mitts Schiff. Wir müssen sie da rausholen. Hm, werden wir auch. Otto, schick einen Stolas. Sag Gav, er soll da bleiben, wo er ist. In Ordnung. Vivian, was ist die schnellste Route nach Kanva? Das solltest du am besten die Karte fragen. Sieh hier. Karte oder Arsch? Durch Tabor sollte am unkompliziertesten sein. Gut. So ein Zufall. Tabor ist auch mein nächstes Ziel. Joshua, dein Ziel ist jetzt das Bett. Denkst du etwa, ich hätte ihm nicht schon genau das gesagt? Wäre Taya nicht so eine talentierte Heilerin, würde ich mich wohl eurer Meinung anschließen. Doch dank ihrer Fürsorge kann ich meine Begleiterin wieder aufsuchen. Sie wollte in Tabor warten, falls wir getrennt würden. Also gut, wir reisen zusammen. Clive!
Wenigstens ist er dann bei mir. Wir schaffen das. Danke, Bruder. Ich werde auf ihn aufpassen. Ist doch nur sauer, weil sie jetzt nicht mitkommen kann. Gut. Boah, viel zu viele Aufträge. Soll ich die echt alle machen? Neuer Brief ist eingetroffen. Reite es zum Echo. Bringe den... Jetzt kann ich wenigstens die anderen Dinger fertig machen. Im Versteck haben alle ihren Appetit verloren. Clive. Bin ich der Richtige dafür? Das Kochen kannst du getrost mir überlassen. Ich brauch... Du erinnerst dich als... Ja, du brauchst wieder Stuff. Ist mir schon klar. Wer... Also... Es gibt enthält nur... Laut Eve... Nun ein Freund... Gut, falls sie... Das hoff... So, was haben wir dann jetzt noch hier? Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die Dinger hier zu skippen. Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? Sid, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich kann's versuchen. Wer ist diesmal verschwunden? Nicht wer, sondern was? Mitz Waage, die Große aus ihrer Werkstatt. Ich hatte sie mir für eine Unterrichtsstunde zum Thema Gewichte geliehen, aber jetzt ist sie weg. Zuerst dachte ich, dass die Kinder sie zum Spielen mitgenommen haben, aber sie haben das vehement abgestritten. Was mich nur umso mehr glauben lässt, dass sie es doch waren. Ich weiß, was da helfen könnte. Ein Besuch von Sid. Das wird er bestimmt. Danke. Ich hoffe zwar, dass die Kleinen nicht gelogen haben, aber wenn doch, werde ich ein sehr ernstes Gespräch mit ihnen führen müssen. Zuletzt habe ich sie im Atrium gesehen. Wie immer. Eieiei, ich glaube, das wird nicht nur ein Gespräch. Die wird den auf die Backen hauen. Dieser Lümmel. Curtis, ich habe eine Frage bezüglich des Buches, das ihr Yvonne geliehen habt. Ah, Valistea. Eine kulinarische Pilgerfahrt. Eines meiner Lieblingsbücher. Der kühne Eintopf des jungen Mannes hat exquisit geschmeckt. Ich hoffe, wir kommen in Zukunft in den Genuss weiterer Köstlichkeiten. Genau deshalb bin ich hier. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich Himmelswurmleber und Drachenkraut finde? Ah, die sagenumwobene Delikatesse aus Sanbreck, also. Köstlich. Bei den Schilderungen zu dem Gericht läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen. Oh. Nun, Himmelswurm ist ein etwas antiquierter Name für den Wyvern. Aus seiner fein gehackten Leber besteht die Masse, die gebraten und zerteilt wird. Wyvernleber? Klingt sambreksch. Man könnte meinen, dass die Jünger Bahamuts etwas mehr Ehrfurcht vor den Geschwistern ihrer Esper haben, aber offenbar nicht. Ich glaube, der spezielle Drache, den das Rezept verlangt, ist der Blaurücken. Man sagt ihm nach, dass er die Farbe des weiten Meeres hat. Nach so einem werde ich mich umsehen. Und was ist mit dem Drachenkraut? Engelshauben im heutigen Sprachgebrauch. Farne, die an der Küste von Nordstedt wachsen. Wie ich gehört habe, sind das bernsteinfarbene Sträucher mit betörendem Duft. Sie sollten leicht zu finden sein. Übrigens glaubten die Menschen früher, Wild sollte am besten mit den Beilagen serviert werden, von denen es sich ernährt hat. In dieser Hinsicht ist Leberschmarren zweifellos ein typisches Gericht der damaligen Zeit. Wenn ich also eine Zutat finde, finde ich wahrscheinlich auch die andere. Auf nach Nordstedt. Viel Glück, Clive. Und hebt mir einen Happen auf, wenn es angerichtet ist. Es sitzen und fressen. Das kann der alte Mann. Sitzen, fressen und sich beschweren. Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? So, wir haben hier einiges zu tun. Im Versteck haben alle ihren Appetit verloren. Echt? Ich habe gerade so Hunger. Götz, mein Freund. Was soll ich bloß tun? Ist alles in Ordnung, Götz?
Du wirkst noch fahriger als sonst. Oh, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin durcheinander. Ich mache mir doll Sorgen um Tante, weil sie... Ach. Ganz ruhig. Was ist los? Ein Händler kam her, ein Stammkunde. Er sagte, er hätte böse Gerüchte über Charon gehört, in Dalimil. Dass sie Geschäfte macht mit miesen Räubern und Banditen und so. Ich weiß, dass sie gerne Geld verdient, aber... Aber sie verkauft nichts an Bösewichte. Schon gar nicht an solche, die Unschuldigen wehtun wollen. Ich wollte sie danach fragen, aber sie würde mir die Ohren langziehen. Deine Ohren würde sie nicht langziehen, oder? Deine Ohren würde sie nicht langziehen, oder? Ich mag den Götz, der ist einfach super. Du sagst mir dann aber, was sie sagt, ja? Natürlich. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Herrlich. Schön. Wunderbar. Ich hab gehört, der Ach, Götz. Der ist super. Wir werden alle sterben, hört ihr? Was sollen wir denn jetzt tun? Sagen wir es einfach Shirley. Das gibt Riesenärger. Ich sag... Sid! Fleißig am Lernen, wie ich sehe. Und was ist das? Doch sicher keine Waage, oder? Nö, natürlich nicht. Also nicht mehr, jedenfalls. Oh. Seit ihr sie kaputt gemacht habt, ja? Tut uns leid. Oh. Aber wir haben sie nur aus ein... auseinandergebaut. So wie Mitt es uns gezeigt hat. Nicht mehr zusammen. Mitt hat was? Warum lässt sie euch denn ihre Geräte auseinanderbauen? Weil man nur so ein echter Tüftler werden kann. Mitt sagt immer, am besten versteht man, wie was funktioniert, wenn man es auseinandernimmt und dann wieder zusammenbaut. Ja. Na, dann habt ihr die Hälfte ja geschafft. Weiter so. Ehrlich gesagt... Das Auseinandernehmen war einfach, aber jetzt kommen wir hier nicht weiter. Mach Sachen. Gar nicht. Das große Teil gehört nach unten und Alles, was man tut, hat Folgen. Das solltet ihr langsam lernen. Aber lasst es uns nochmal zusammen versuchen. Oh wei. Na dann, hört gut zu. Alle Teile hier auf dem Tisch gehören zu Mitts Waage. Jedes Teil hat eine Aufgabe und jedes einzelne ist genauso wichtig wie die anderen. Ernsthaft? Wenn auch nur ein Teil fehlt, funktioniert die Waage nicht. Denken wir also über die einzelnen Aufgaben nach. Ein Teil kennt ihr schon. Die Basis. Sie ist das Fundament der Waage. Und die anderen? Zahnrad bin ich nicht sicher. Das hier ist der Balken. Warum heißt er wohl so? Sieht nicht wirklich aus wie einer, oder? Stimmt. Eher wie ein Flügel. Ein Chocobo-Flügel! Sid, du bist schon mal auf einem Chocobo geritten, oder? Bringst du es mir irgendwann mal bei? Wenn du brav bist. So, und was machen Balken normalerweise? Sie halten Sachen. Oh, also macht der hier das vielleicht auch? Gut mitgedacht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die beiden runden Teile sind die Waagschalen. Schalen kennt ihr ja, oder? Na klar! Molly hat welche in der Küche. Fürs Frühstück. Diese hier sind aber nicht für Brei, Dummkopf, sondern zum Wiegen. Aber was ist, wenn ich Götz wiegen will? Ich glaube nicht, dass er da drauf passt. Wohl eher nicht. Wofür sind die Kettchen? Hängt man daran die Schalen auf? Ganz genau. Das heißt, die Kettchen müssen auch an irgendetwas aufgehängt werden.
Dieses kleine Teil hier ist ein Zahnrad. Habt ihr schon mal eins gesehen? Ich ja. Mits Höhle ist voll davon. Die meisten liegen auf dem Boden rum. Sie benutzt sie dauernd für ihre Erfindungen. Und dann drehen sie sich und drehen und drehen und drehen. Genau. Sehr nützlich, wenn man will, dass Dinge sich bewegen. Erinnert ihr euch, ob sich irgendwas an der Waage bewegt hat? Ich glaube, der Balken hat sich bewegt, als ich einen Apfel wiegen wollte. Aber dann hat ihn jemand gegessen. Ist nicht meine Schuld. Du hättest ihn nicht vor dem Mittagessen wiegen sollen. Wir wissen, welcher Teil sich bewegen soll und wie. Also bauen wir am besten erst alles zusammen. Dann finden wir raus, was sich nicht bewegt und tun das Zahnrad dahin. Keine schlechte Idee. Na bitte, ist doch gar nicht so schwer. So, wir haben uns die Teile angesehen und über ihre Funktion nachgedacht. Jetzt ist alles klarer geworden, oder? Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. Dann machen wir es so. Ihr sagt mir, welche Teile wohin gehören, und ich baue sie zusammen. Der Sid hat keine Ahnung gehabt davon, oder? Also, zuerst kommt natürlich die Basis. Da kommen schließlich alle anderen Teile dran. Und der Balken kommt oben auf die Basis, genau wie bei einem Dach. Oder Flügel bei einem Chocobo. Und dann hängt man die Schalen an den Balken mit den Kettchen. Sehr gut. Dann wollen wir mal sehen, ob alles so passt. Na bitte. Fertig. Ja, wir haben es geschafft. Naja, mit Sids Hilfe. Ach, ich habe doch nur die Teile zusammengesetzt. Ihr drei Tüftler habt mir gezeigt, wie es geht. Ja, wir sind nämlich Mits Protégés. Ihre Protégés? Ja, Tüftlernachwuchs. Sie bringt uns alles bei, was sie weiß, damit wir später helfen können, das Versteck am Laufen zu halten. Was meinst du, Sid? Sind wir schon so weit? Nein. Mit ein bisschen Hilfe von Mit und Shirley wird es auf jeden Fall nicht mehr allzu lange dauern. Habt ihr das gehört? Nicht mehr allzu lange. Aber bis dahin, seid bitte ehrlicher zu eurer Lehrerin. Warte mal, wir haben das Zahnrad gar nicht benutzt. Ihr glaubt doch nicht, dass Sid es vergessen hat, oder? Dieser Blick! Oh, schön! Schön. Wir werden alle sterben, hört ihr? Man glaubt doch nicht, dass er es vergessen hat. Erst dachte ich, der Sid stellt sich so ein bisschen auf blöd, um denen eine Lektion zu geben, so als Lehrer. Aber jetzt bin ich mir relativ sicher, dass der blöd ist. Hallo Karun, wie läuft's? Also klagen kann ich nur über das Wetter. Der Handel läuft also hier im Versteck und außerhalb? Kann man sagen. Moment. Worauf genau willst du hinaus? In 5 Jahren hast du dich nicht einmal um meine Angelegenheiten gekümmert. Und heute fragst du mir aus heiterem Himmel Löcher in den Bauch, als hätte ich was ausgefressen. Dann wird's Zeit, mal zu fragen. Also gut. In Wirklichkeit bin ich hier, weil mir Gerüchte zu Ohren gekommen sind, dass du Waffen an Banditen verkaufst. Ah ja? Und wer ist es, der mich so gut kennen will, dass er über meine Missetaten reden muss? Ich habe es nicht wirklich aus erster Hand. Ich weiß nur, es gibt jemanden in Dalimil, der die Gerüchte verbreitet. Ja und? Du glaubst sie? Du denkst, ich bereichere mich auf Kosten Unschuldiger? Hör zu, ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit.
Es mag eine Zeit gegeben haben, in der ich die Augen vor dem Elend der Welt verschlossen habe, um mich zu bereichern. Doch dieser Frau gibt's nicht mehr. Und das wüsstest du, wenn du je auch nur ein bisschen darauf geachtet hättest. Du hast recht, Charon. Entschuldige. Ich hätte es besser wissen sollen. Ja, hättest du. Nun, du hast sicher Besseres zu tun, als mit erhobenem Zeigefinger eine alte Frau zu beschuldigen. Natürlich. Leb wohl. Oh, schön. Die hat den voll zur Sau gemacht. Ich habe mit Charon gesprochen. Und was hat sie gesagt? Dass die Gerüchte falsch und wir Narren sind, weil wir sie für wahr gehalten haben. Und noch andere Dinge, die das verdeutlicht haben. Sie hat außerdem erzählt, dass sie durchaus Dinge getan hat, die sie bereut. Aber dass diese Tage hinter ihr liegen. Oh, das ist gut. Ich habe gewusst, dass Tante nichts Böses macht. Aber warum sagen die Leute dann sowas? Was hat Tante ihnen je getan? Das ist nicht nett. Oh. Ist es nicht. Menschen tun Dinge aus allen möglichen Gründen. Nicht immer guten. Ha, ich will's genau wissen. Der Händler, er hat gesagt, in Dalimil reden alle über sie. Da werde ich hingehen. Ich finde schon jemanden, der mir den Grund sagt. Hältst du das für klug? Wer diese Gerüchte verbreitet, will Charon schaden. Oh, richtig. Und deshalb wirst du mich begleiten. Habe ich recht, Clive? Wenn der Typ ein bisschen kämpfen könnte. Na gut. Der Götz, das ist echt ein knuffiger Kerl. Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? Fängt es... Und? Hast du das Rätsel gelöst? Es war, wie du schon vermutet hattest. Die Kinder hatten die Waage. Sie war allerdings in ihre Einzelteile zerlegt, weil sie wissen wollten, wie sie funktioniert. Oh nein! Mit wird mir was erzählen. Keine Sorge, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich war es sogar ihre Idee. Letztendlich durfte aber ich den Lehrer spielen. Es tut mir leid, Sid. Du bist ohnehin schon so beschäftigt. Die Kinder können sich schon auf ihre Standpauke einstellen. Ach, das muss doch nicht sein. Mit hat die drei anscheinend unter ihre Fittiche genommen. Sie bezeichnet sie schon als ihre Nachfolger. Als ihre Protégés sollen sie wohl in ihre Fußstapfen treten. Und die ihres Vaters. So ist das also. Sid, weißt du, warum Mit neuerdings so viel Zeit bei uns im Versteck verbringt? Sie hat mir gesagt, dass ihre Studien von den Geschehnissen in Canva unterbrochen wurden. Stimmt das nicht? Nein, das war nicht der Grund. Die Universität hat ihr ein Angebot gemacht. Im Gegenzug für ein Vollstipendium sollte sie die Entwicklung einer Anzahl neuer Kriegsmaschinen leiten. Jeder andere würde sich wohl über diese Chance freuen. Aber für Mit, die beide Eltern im Krieg verloren hat, war es blanker Hohn. Sie wollte damit nichts zu tun haben. Wenn man sie kennt, ist das keine große Überraschung. Schließlich ist alles, was sie will, den Menschen Hoffnung zu bringen. Das genaue Gegenteil von Krieg. Tapferes Mädchen. Deswegen kümmert sie sich um die Kinder. Sie versucht, ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das sollte ich auch tun. Zeit für die eine oder andere Unterrichtsstunde sollte ich mir nehmen können. Ach, du hast ihnen schon so viel mehr gegeben als das. Und ich bin sicher, das wissen sie auch. Ich krieg ja noch keine Talentpunkte, ne? Das ist alles ein bisschen schwach. So, was haben wir denn sonst noch zu tun? Bringe den Sternenrubin zu Martha und Isabel. Habe ich tatsächlich vor. Ist doch scheiße!
Das Spiel will einfach nicht, dass ich Nebenquests mache, dass ich die mal loswerde. Licht und Schatten. Wie ein Traum. Wir zu viert zusammen unterwegs. Du hast Spaß, ja? Gav und die anderen könnten gerade jetzt in Gefahr sein. Natürlich. Tut mir leid. Jote ist sehr verlässlich. Bezüglich Canva wird sie sicher bereits Informationen sammeln. Die Kamo ist nicht weit. Beeilen wir uns lieber. Okay. Muss er jetzt jeden Scheiß kommentieren? Ich meine, dass er sich freut, mit seinem Bruder unterwegs zu sein. Okay, aber... Komm schon. Diese Ruine ist aber günstig gefallen. Seien wir vorsichtig. An Ruinen sind auch Echos nicht weit. Okay. Königsschärpe. So, warte mal. Nice. Fähigkeiten 3200 2300 Okay. Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Kann ich eine meiner Fähigkeiten? Ich glaube, ich bleibe auch bei den Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was für Fähigkeiten wir noch bekommen. Aber wenn es 8 Elemente gibt, müssen wir sagen, ist uns noch einiges, schwebt uns noch einiges vor.
Oh, komm schon, die sind da unten. Not bad. Da liegt noch irgendwas. Nehme ich natürlich mit. Der frisst aber eine Menge. Die drei da unten gehen auf den Sack. Warte mal, ich will noch was probieren. Ist das Cheaten? Also richtig Damage macht er jetzt nicht, ne? Boah, die müsste ich treffen. Aber wie komme ich da runter? Erzähl uns von Jutta, Joshua. Sie ist willensstark, loyal und tödlich mit der Klinge. Im Grunde wie Clive, nur mit besseren Manieren. Okay. Mit besseren Manieren. Du Lümmel. Tja, da haben sie wohl einen Chocobo auseinandergenommen. Gut, dass wir hier zu Fuß unterwegs sind. Tatsächlich. Obwohl unsere Weißschwinge da wahrscheinlich sich gar nicht flachsen lassen würde. Rimas auf Steppe. Was haben wir denn hier? Wird ihn auch nicht heilen. Äther Flut,
Da vorne. Sie hat das Lager verschlungen. Die anderen, sie sind schon alle akasisch. Hier in der Nähe gibt es ein Dorf, Tabor. Dort leben gute Menschen. Noch. Keiner wird entkommen, wenn die Männer bei ihnen einfallen. Wir dürfen das nicht zulassen. Warte hier. Ich kümmere mich drum. Ich glaube, der wird tot sein. Unser Lager ist da vorne. Abseits des Pfads. Ich bitte dich, rette Tabor. Vergebt mir. Lord Kupka. Komm zurück, Justin. Ruhe in Frieden. Ja, wir retten das Dorf auf jeden Fall. Das ja. Lager sollte nicht weit sein. Yep. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Das hoffe ich. Schon wieder eine Flut. Sie sind jetzt überall. Wir müssen da durch. Halten wir die Augen offen. Sie sind noch hier. Ja, ist die Frage, warum kommt die Aetherflut? Kommt die jetzt wegen uns? Kommt die jetzt, also weil wir die Mutterkristalle zerstören oder weil Ultima jetzt anfängt zu erwachen? Das ist die nächste Frage. Ist da jemand? Bitte, ich bin verwundet. Das ist wohl kein Akasischer. Noch nicht. Du gehörst zur Einheit? Ja. Ich habe Lärm gehört. Das sind die anderen. Koks unter meiner Vorhaut, ja. Entschuldigung. Einer deiner Kameraden hat mich hierher geschickt. Ein Überlebender. Wo ist er? Sag schon. Er hat es nicht geschafft. Er hat richtig gehandelt. Dieser Monster. Das war nicht mehr meine Truppe. Du hast Tabor gerettet. Hier. Ich danke dir. Oh, nehme ich mit. Wir kennen uns doch. Oder nicht? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Diese Narbe. Bei der Faust von Titan. Du bist Sid. In Kostnice hast du meine Kameraden getötet. Und in Rosalith hast du Lord Kupka getötet. Mit Hugo Kupka bin ich fertig. Ich habe keinen Groll auf seine Gefolgsleute. Aber ich auf dich! Feigling, zieh deine Waffe. Ich werde Lord Kupka rächen. Komm erst wieder zu Kräften und denk nach. Dann können wir immer noch kämpfen. Auch wenn du dein Leben dafür nutzen solltest, anderen zu helfen.
Oder hast du deinen Eid schon vergessen? Ich meine, ich hätte ihm aufs Maul hauen können, aber... Was weißt du schon von Eiden? Wie schwer sie zu halten sind. Deswegen gebe ich dir eine Chance, genau das zu tun. Nein, du täuschst mich nicht. Lord Kupka hat uns von deinen Verbrechen erzählt. Du bist ein Mörder, kein... Mensch? So wie du und deine Freunde? Ich bin nicht wie du. Aber wenn du mich nicht töten willst, dann geh. Geh! Doch glaub mir, wir sehen uns wieder, Sid. Irgendwann. Hasan. Jetzt kann ich... Ich mach die Quest jetzt fertig, komm. Drauf geschissen. Auf erst ist es... Ist doch so doof. Erst ist es gesperrt, dann nicht, dann darfst du mal... Dann ist es aufgehoben, dann wie... Dann darfst du nicht schnell reisen. Oh ja, da kriegst du auch das kalte Kotzen. Clive, wir haben dich nicht erwartet. Da geht es mir genau wie euch. Aber ich höre, wir schulden dir noch, eine ganze Menge Geld für deine Hilfe beim Wiederaufbau. Wahrscheinlich nicht, was du erwartet hast, aber würdest du als Zahlung das hier akzeptieren? Ein Sternrubin? Der ist viel zu viel wert. Mindestens das Doppelte eurer Schulden. Mehr sogar mit dem richtigen Käufer. Behalte den Rest als Zinsen. Zinsen? Wenn das rauskommt, wird sich niemals wieder jemand auch nur einen Gil von mir leihen. Außerdem, warum kommst eigentlich du damit zu mir? Sowas macht doch Otto. Muss seine Hoheit jetzt schon selbst seine Schulden begleichen gehen? Brombeer hat sich wohl zu Tode gearbeitet. Mehr oder weniger. Manchmal glaube ich, dass das Versteck nur dank ihm noch steht. Alles beim Alten, ne? Damals, als das Versteck noch kaum mehr als eine von Sids abenteuerlichen Ideen war, soll er sich als allererstes an Otto gewandt haben. Ihm war wohl klar, dass der Plan ohne Ottos starke Arme und kühlen Kopf scheitern würde. Mhm. Sid war vielleicht das Aushängeschild, aber Otto war schon immer das Rückgrat. Guter Mann, der Otto. Und als Sid nicht mehr da war, hatten wir Angst, wie es weitergeht. Dass Otto einfach aufgibt. Ach, nicht Otto. Sein Tod hat alle getroffen. Aber sicher niemanden mehr als Otto. Er hat aber nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil sogar. Er war es doch, der dich überhaupt als Sids Nachfolger nominiert und die anderen überzeugt hat. Er muss etwas in dir gesehen haben. Dasselbe, das er in Sid sah. Und wer tut das nicht? Zum Glück bist du sogar nur halb so stur und doppelt so stattlich wie er. Noch dazu hast du gute Freunde. Das scheint mir auch so. Der wird auch von jeder ollen Ische angegraben, oder? Bin mal gespannt, was die Isabel sagt. Da bin ich mal gespannt, was die Alte sagt. Oh, das ist viel zu viel wert. Komm mal mit. Was habe ich denn hier alles zu tun? Noch vor ein paar Tagen haben sich Geister... Ist hier noch irgendwo eine Markierung? Nee, ne? Gut. Was ich da gesagt habe... Isabel, ich habe etwas für dich. Ach so? Womit habe ich das verdient? Meine Güte. Clive, du hast dich wirklich selbst übertroffen. Otto hat mich beauftragt.
Wir möchten damit unsere Schulden begleichen und uns für die lange Wartezeit entschuldigen. Oh, du enttäuschst mich, Clive. Ich dachte, du findest endlich Gefallen an mir. Alter, ernsthaft. Otto kann seinen Tant behalten. Das habe ich ihm doch schon letztes Mal gesagt. Er schuldet mir gar nichts. Und ihr anderen auch nicht. Ich habe von Herzen gern beim Wiederaufbau des Verstecks geholfen. Und ich würde es wieder tun. Oh, die ist so süß. Sieh ihn als Zeichen unserer Dankbarkeit. Du hast ihn dir verdient. Bitte, nimm ihn an. Meinetwegen. Und für Otto. Für uns alle. Für all die Hilfe. Er ist wirklich schön, oder? Also gut. Ich bin froh, dass Otto dich hat, Clive. Nichts könnte jemals seinen Sohn ersetzen. Aber du und die anderen im Versteck, ihr seid für ihn fast wie eine Familie. Er hatte einen Sohn? Früher, ja. Ich habe gehört, dass er ihn im Kindesalter verloren hat. Sid hat sich die Schuld daran gegeben. Ich weiß nichts Genaues, ob er denn etwas hätte tun können. Aber es lag ihm schwer auf der Seele. Das wusste ich nicht. Wie solltest du auch? Das tun die wenigsten. Außer Sid kenne ich niemanden, der seinen Schmerz in derart unerschütterlichem Schweigen erträgt. Wirklich eine Unart, wo sie doch beide schon immer von so guten Freunden umgeben waren. Ich verstehe, was du meinst. Ich sollte Gautier Bescheid sagen, falls er noch lebt. Interessant. Warte mal, kann ich hier nicht vielleicht hinreisen? Kann ich auch gleich lang gehen? Und das Zeug mitnehmen? Bin ich ganz ehrlich, würde mir sogar ganz gut passen. Nee, den Kram passen. Auf in die Aue. So lautet der Befehl. So, was läuft denn hier so Feines herum? Ah, zu dritt geht's gut. Ich müsste doch jetzt eigentlich genug haben, um wieder was hochzusetzen. Satellit. Wollte ich nicht. Phönixflamme. Ah, da fehlen mir 30. Ich würde gerne die Lebensflamme aufleveln. Laut Hippokrates sollte ich hier in der Nähe der Küste fündig werden. Mehr blaue Drachen und bernsteinfarbene Pflanzen sollten leicht zu finden sein. Das muss der Wyvern sein. Gut, bringen wir es hinter uns.